Vergiftete Hilfe von toxischen Profis haben schon den ein oder anderen Betroffenen direkt in die nächste Krise laufen lassen. Denn nach narzisstischen Beziehungen sind wir komplett zerstört und brauchen eine professionelle Hand, die uns hilft, wieder ins Leben zurückzufinden. Aber ganz vielen von uns ist es passiert, dass wir danach an einen toxischen Helfer, an einen toxischen narzisstischen Therapeuten geraten sind, der zwar einen Uni-Abschluss hatte und ganz viele Ideen zu dem Thema, aber leider alles nur noch viel, viel schlimmer gemacht hat. Und ich will euch jetzt in diesem kurzen Video hier ein paar ganz klare Indizien dafür geben, ob dein Therapeut, Coach, ja, oder Aufklärer toxisch ist und ob du dir vielleicht schleunigst jemand Neuen suchen solltest. So, und der erste Punkt, wo du schon merkst, ob jemand komplett fehlgeleitet ist und überhaupt keinen Schimmer hat, ist, wenn er anfängt, Täterschutz zu betreiben. Das heißt, wenn sowas auffliegt wie, ja, dein Partner hatte ja auch nur eine schwere Kindheit und vielleicht hatte er gerade einfach zu viel Stress im Job. Ja, was hast du denn getan, als er ausgerastet ist oder kurz bevor er dich so behandelt hat? Vielleicht hattest du auch einen Anteil daran. Ja, das heißt, hier wird ausklamüsert von wegen, dass du hier irgendwie mit daran beteiligt warst, dass du diese Person vielleicht gereizt hast oder irgendwie mitverantwortlich dafür bist, dass du missbraucht worden bist. Und das ist ein ganz großes Warnsignal, die Beine in die Hände nehmen solltest und sofort abdampfen solltest, weil hier wirst du keine wirkliche Hilfe erfahren. Das zweite ganz klare Anzeichen, dass dein Helfer, den du dir da gerade ausgesucht hast, mega toxisch ist, ist, dass er dir versucht einzureden, dass du ein Co-Narzisst bist. Ja, wir haben in der Psychologie eine ganz steile These irgendwann mal aufgestellt, wo behauptet wird, dass ein Narzisst sich nur einen Co-Narzissten sucht. Also jemanden, der selbst irgendwo narzisstisch ist, aber sich im Glanz des Narzissten sonnen möchte. Und Leute, das spricht gegen 8 Jahre beruflicher Erfahrung mit meinen Klienten und auch meiner eigener. Ja, das spricht komplett gegen die Wesen der Menschen, die ich hier betreue und wo ich auch selber bin. Ja, im Endeffekt würde das ja heißen, dass wir selber irgendwie nach Anerkennung aus sind oder nach Lobhudelei. Und das ist eben genau eher das Gegenteil. Bei uns Empathen und Hochsensiblen, wir streben überhaupt nicht nach solchen Dingen, sondern wir sehnen das Innere eines Menschen und lieben ihn dafür. Okay, wir sind in der Lage, echt und wahr zu lieben. Und das widerspricht dem komplett. Also bitte fallt nicht auf diesen Co-Narzissmus-Nonsens rein, der überhaupt keinen Hand und keinen Fuß hat. Kommen wir direkt zur nächsten steilen These, wo leider sich mittlerweile auch Psychiater bei YouTube hinsetzen und behaupten, sie hätten Narzissmus verstanden. Also da schüttle ich teilweise mit dem Kopf. Da wird behauptet, jeder wäre ja ein bisschen narzisstisch. Und auch diese These ist kompletter Unsinn. Das heißt, dann fangen Psychologen an, dir zu erklären, ja, aber jeder ist ja ein bisschen narzisstisch. Narzisstisch zu sein ist was Gutes nämlich, weil dann bist du zielstrebig und erreichst im Job mehr. Ja, wir müssen ja jetzt hier unterscheiden zwischen dem guten und dem bösen Narzissmus. Totaler Unfug. Ich sage euch ganz ehrlich aus meiner langjährigen Erfahrung, es stimmt nicht. Nicht jeder hat Narzissmus. Und Narzissmus ist auch nichts Gutes. Meine persönliche Meinung, es hat immer nur mit Egozentrik und Ellbogengesellschaft und ich, statt uns zu tun. Dabei sollten wir doch auf ein Wir hinaus wollen in einer Gesellschaft und nicht zum Ich. Das heißt, auch wenn die große Masse dir Blödsinn über Narzissmus erzählt, bitte hör auf deine Intuition. Wenn dir jemand einreden will, Narzissmus wäre was Gutes, Erstrebenswertes und es gäbe einen guten Narzissmus, ja, dann läufst du vollkommen in die falsche Richtung. Sei da wirklich bestimmt und mache das, was sich für dich gut anfühlt, okay? Und wenn wir ganz ehrlich als missbrauchtes Opfer zu einem Profi gehen und uns behandeln lassen möchten, dann möchten wir nicht erstmal 10 Stunden damit verbringen, mit dem auszuklamüsern, ob das jetzt ein guter oder böser Narzisst war. Ja, weil Missbrauch ist Missbrauch und da ist es ganz egal, ob gut oder böse. Also das ist für mich vollkommen irreführend und bringt dich auch deiner Lösung keinen einzigen Schritt weiter. Ich als psychologische Beraterin habe öfter, als ihr glaubt, selber Ärzte, Psychiater und Psychologen dran. Und was ich eben von dieser Sparte Menschen ganz, ganz oft zu hören bekomme, ist, dass die meisten Psychologen selber Narzissten sind. Wie gesagt, das kommt nicht von mir, das kommt selber von den Leuten, die diesen Beruf ausüben. Und hier haben wir ein ganz großes Ego-Problem, denn ihr müsst euch mal vorstellen, jemand geht studieren, baut sein ganzes Ego darauf auf, dass er der Geilste ist, ja, und dass er der Beste ist, weil er ja 30 Bücher darüber gelesen hat und irgendeinen Abschluss von der Uni, ja. Und dann kommt da irgendein Aufklärer daher bei YouTube, der das halt selber erlebt hat und stiehlt dem die Show.
Tatsächlich ist ganz oft, ich möchte es nicht allen unterstellen, aber es gibt ganz viele Therapeuten und Psychiater da draußen, die sich einfach nur in ihrem kleinen, fragilen Ego, muss man ja sagen, angegriffen fühlen, wenn jemand bessere Arbeit macht als sie, zumindest in einem bestimmten Themenfeld vielleicht. Das heißt, da ist der Narzissmus dann so stark, dass du eine Abwertung erleben wirst, ja? Der wird dagegen wettern, der wird sagen, ach, das sind doch alles unprofessionelle Pieps, ja, die überhaupt keine Ahnung haben, das muss man noch alles differenzierter betrachten, ja. Das höre ich, wie gesagt, oft aus intellektuellen Kreisen, die sich für was Besseres halten. Aber de facto sind dann im Nachgang genau die gleichen Sätze zu hören, die ich euch hier eben jetzt gegeben habe, ja. Also da wird dann reiner Täterschutz betrieben und da muss man halt auch ganz klar sich abgrenzen und sagen, nö. Es ist eben nicht so, dass immer zwei dazugehören. Ich bin auch keine Co-Narzisstin und es ist auch nicht jeder narzisstisch. So alles, was da ständig alles verharmlosen soll und gleichstellen soll und ständig so tun soll, ja, also wie gesagt, mittlerweile gibt es mehr Artikel über die armen Narzissten, wie die am Leiden sind unter dem bösen Stigma, als über die Betroffenen. Die Betroffenen werden schon wieder mundtot gemacht, weil wir lieber darüber reden, dass der arme Narzisst ja so leiden muss. Aber was ist mit uns Betroffenen? Wer gibt uns denn eine Stimme? Deswegen, ey, ganz ehrlich, wenn ihr sowas erlebt, dann nehmt echt die Beine in die Hand. Ich rede da einfach, das ist meine persönliche Meinung, meine Erfahrung. Ja, aber wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dann soll er dich verstehen. Deine Wut soll Raum bekommen. Ja, das ist genau wie, das ist das Nächste, wo du das dran merkst, ist, dass deine Wut keinen Raum bekommt. Du darfst nicht erstmal begreifen, was dir passiert ist und vielleicht auch mal ein bisschen wütender sein. Ja? Es gehört aber zu dem Prozess der Heilung vollkommen dazu, dass man sich erstmal Zeit nehmen darf zu realisieren, was ist mir da passiert. Und dann wird man extrem wütend erstmal, weil man es nicht fassen kann, wie viele Jahre man verschwendet hat, wie viel Gutes man da investiert hat, wie viel Zeit, Energie, alles, was man hatte, um im Endeffekt wie ein Stück Müll entsorgt zu werden. Und natürlich bist du dann wütend und natürlich beleidigst du dann erstmal oder wünschst dem wirklich, ja, ne, das Allerschlimmste. Aber das heißt ja nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Es ist ein vollkommen normaler Prozess in der Heilung. Und ein Therapeut, ein Coach, ein Aufklärer sollte dich genau dabei begleiten. Ihr habt eine Beziehung zueinander, der Therapeut und du. Und da muss es drin sein, dass du frei reden darfst und dass du auch enttäuscht und wütend sein darfst. Und wenn du da ständig nur für verurteilt wirst oder ausgegrenzt oder es wird gesagt, du bist deswegen nicht normal, dann überleg dir ganz dringend, ob du da bei der richtigen Hilfe gelandet bist. Ich sage immer gerne, was Narzissmus angeht, da ist es genau wie mit dem Thema, mit dem, wenn du zu viel trinkst zum Beispiel. Ja, es ist genau das Gleiche. Und auch hier, wenn du zu viel trinkst, da gibt es natürlich auch Therapien, Entzugskliniken und sowas. Aber das meiste und das, was am besten hilft, sind die AAs. Das weiß man, ja. Und was ist das? Eine Selbsthilfegruppe. Das ist eine Selbsthilfegruppe von Leuten, die es selber durchgestanden haben, die selber ganz genau wissen, wie es ist. Du kriegst einen Begleiter an die Hand, der dich dadurch, ja, mit da durchzieht und den du anrufen kannst, auch mitten in der Nacht, wenn du mal wieder einen Rückfall hattest oder sowas. Aber da ist es eben genau das Gleiche. Wenn du es nicht erlebt hast, kannst du nicht wirklich helfen, weil du kannst dich nicht reinfühlen. Und dann kommt es eben oft zu sowas, dass man es verharmlost, dass man sich nur auf Bücher bezieht, die irgendwie alt sind. Und wie gesagt, aber ich hatte letztens wieder eine Ärztin dran, Grüße an dich raus, und die hat mir auch gesagt, also im Studium Narzissmus, das war ein Witz. Also es wurde kaum behandelt. Und auch von dem Psychologen kriege ich immer wieder gesagt, ey, wir hatten das nicht wirklich in der Uni. Da gab es kaum was zu. Und Leute, deswegen will ich euch klar sagen, sucht euch gut eure Hilfe aus, ja? Also es gibt entweder Therapeuten oder Coaches, die kennen das Thema, die haben es schon erlebt, die haben es durch, die kennen die Videos, die sagen, ja, natürlich kenne ich das, um Himmels Willen, setz dich. Ja, und dann ist man schon so, ja? Oder es gibt diejenigen, die schon dich total abwertend angucken und sagen, na, ich arbeite hier nicht mit Diagnosen und also das sollte man jetzt auch nicht so verallgemeinern, das ist eine Modediagnose. Also da haben wir, das ist wie Bullshit-Bingo. Da hast du alles schon drin, da sagst du zack, 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 Bingo, ich bin weg. Ja, also versteht ihr? Natürlich ist es wichtig zu differenzieren und natürlich ist es auch wichtig, da nicht mit Diagnosen um sich zu werfen. Aber um diese Charaktereigenschaft zu beschreiben, brauchst du keinen Uni-Abschluss. Ja, also pass bitte auf, welche Helfer du dir in dein System ziehst, weil gerade dieses System nach der narzisstischen Beziehung, wo du dir ja, eine gesunde Helferblase aufbaust mit Freunden und Verwandten und eben auch Profis.
Ja, die muss gesund sein. Wenn da schon einer drin ist, der dich ständig verunsichert und dich wieder in diese narzisstische Realität ziehen will mit it takes two to tango, ja, du bist da mitverantwortlich für, ja, oder der beliebte Satz, du ziehst diese Menschen an, weil irgendwas mit dir nicht stimmt. Ja, also da sei bitte vorsichtig. Ich meine, klar, es gibt Leute, die hatten das im Elternhaus und die wiederholen das Trauma. Ja. Aber auch da ist es nicht deine Schuld gewesen und du hast die auch nicht mutwillig in dein Leben gezogen. Ja, hier muss man ganz klar sagen, das stimmt so nicht. Und deswegen, Leute, Augen auf bei der Wahl eurer Helferlein. Denn wie gesagt, wenn ihr euch da den Falschen sucht, kann das richtig schief laufen. Deswegen passt bitte auf euch auf, ja, und wir sehen uns Donnerstag bei der Videopremiere um 19 Uhr. Wenn du mehr psychologischen Content willst über das Thema Narzissmus, abonniere gerne meinen Channel. Ich freue mich, wenn du Teil der Community wirst und habt noch einen schönen Dienstag. Bis dann, eure Art.